Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, wo ich dir Kenntnisse vermitteln möchte im Zusammenhang mit Word 2016. Es geht darum, dass du Dinge kennenlernst, damit du sehr einfach dann eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VWA, Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben kannst. Wir sind jetzt mittlerweile beim 23. Video und es geht darum, die Größe und die Position von Grafiken innerhalb einer Seite zu verändern. Ich habe hier in einem der vorgehenden Videos schon diese Grafik hier eingefügt. Zur Erinnerung noch einmal, du findest diese Grafik hier bei Pixabay, einer tollen Seite, wo du kostenlose Public Domain freie Grafiken finden kannst. In dem Fall hier von dem Benutzer CCD20 veröffentlicht. Die habe ich eingefügt in einem der vorgehenden Videos. Und da möchte ich jetzt zeigen, wie du die Größe dieser Videos, also dieser Grafiken natürlich dann verändern kannst. Gut, ich wähle mir diese Grafik hier aus. Klicke also einmal mit der linken Maustaste drauf und kann dann hierher gehen und kann dann nämlich hier außen hergehen, kann ich hier die Größe dann verändern. Also ich gehe in eine Ecke hinein. Ich kann auch hergehen und rechte Maustaste drauf machen. Dann kann ich zum Beispiel auch diese Grafik zum Beispiel zuschneiden. Nehme jetzt hier an diesen Anfassern hier, klicke hier dann drauf und kann sehr einfach dann diese Grafik dann verändern. Verändern kann ich die Zuschneidung durch, indem ich Escape drücke. Also jetzt habe ich die Größe verändert. Ich kann aber auch die Position verändern. Ich mache wieder rechte Maustaste, gehe hier unten in diesem Kontextmenü auf Größe und Position. Dann geht das hier auf und dann kann ich hier in der Registerkarte Textumbruch, kann ich hier passend einstellen. Das würde ich dir empfehlen. Klicke dann hier auf OK und die Grafik verschwindet dann. Sie passt sich nämlich automatisch an und ich kann sie dann verschieben. Das passt sich dann automatisch dann der Text an. Also ich habe hier passend gewählt. Wenn ich es auf der anderen Seite haben möchte, dann mache ich im Prinzip nichts anderes, als dass ich sie hier ausschneide, gehe auf die nächste Seite, wähle dann einfügen. Wo habe ich sie dann? Dann ist sie da herunter, wieder in derselben Position, wie ich sie vorhin gehabt habe auf der anderen Seite und kann sie hier dann frei verschieben und könnte dann, wenn ich links oder rechts am Text zum Beispiel schreibe, würde sich der dann dementsprechend dann anpassen. Ja, jetzt hast du also gelernt, wie man die Größe verändern kann einer Grafik und wie man deren Position dann anpassen kann und der Text sich dann auch automatisch dann anpasst. Danke für die Aufmerksamkeit.